Mein Leben läuft in geordneten Bahnen. Ich genieße gesunde Kinder, meine Ehe ist stabil, mein Arbeitsplatz ist sicher. Natürlich tauchen vereinzelt Schwierigkeiten auf. Das hat ja jeder von uns. Aber von größeren Unglücken bin ich seit längerer Zeit verschont geblieben. Ich lese täglich in der Bibel, gehe in die Gemeinde, ich bete. Ich versuche, meinen Glauben so zu leben, wie ich kann, so gut ich kann und auch in die Tat umzusetzen. Und natürlich, es gibt Kämpfe, doch mit allem kann ich fertig werden. Das mag auf Mark Tapp zutreffen, das mag auf euch zutreffen, das trifft auch auf mich zu. Gott ist gut zu mir gewesen, das Leben ist schön, vielleicht sogar zu schön. Ohne es denn bemerkt zu haben, halte ich auf meinem Weg mit Gott das Steuerrad meines Lebens fest in meiner Hand. Das kommt vor. Ich habe mich an seine Segnungen gewöhnt, sodass ich selten innehalte, um darüber nachzudenken, wie wunderbar das all das ist, was er Gutes in meinem Leben tut. Manche nennen das vielleicht Undankbarkeit, andere vielleicht Nachlässigkeit. Gott nennt es auf jeden Fall Sünde. Wie selten denke ich darüber nach, wenn ich mal wieder auf der Bergspitze göttlicher Verheißungen stehe, was das Leben wirklich lebenswert macht, damit aus dem Leben hier wirkliches Leben wird. Manchmal passiert aber auch genau das Gegenteil. Dann sehe ich die falsche Schlussfolgerung, nämlich, dass sich alles um mich drehen muss. Ich beginne zu handeln, als ob alles, was Gott tut, mir dienen müsste. Er ist doch dazu verpflichtet, mir Liebe, Freude und Frieden erfahren zu lassen. Er will doch mein Leben segnen. Der mächtige Herr des Universums, der ist für mein persönliches Wohlergehen zuständig. So kann man denken. Doch die Bibel sagt uns, dass wir für ihn existieren. Seine Existenz ist nicht in uns begründet. Alles, was er tut, geschieht in seinem Namen. Die himmlische Welt, die gibt nur Gott die Ehre. Also, beide Schlussfolgerungen, weder die, dass ich mein Leben selber in der Hand habe und alles selber steuere, ist falsch, genauso die andere Schlussfolgerung, dass Gott mich segnen müsste, die ist genauso falsch. Es sind allein Gottes Verheißungen, es ist seine Gnade, die uns hält, die uns am Leben hält. Selbst das Leben an sich und auch der Fortbestand unseres Universums hängen von unserem Herrn, von unserem Gott ab. Und das ist, so denke ich zumindest, ein wirklich demütigender Gedanke. Gottes Verheißungen, ich habe das jetzt ein paar Mal das Wort in den Mund genommen, das soll heute Morgen unser Thema sein. Und das Lied vom Chor hat sehr gut gepasst, denn Hagar hat eben sowas auch formuliert. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch eine Verheißung im Alten Testament. Aber darüber hätte ich reden können, wollte ich aber an der Stelle nicht tun. Aber ebenfalls auf jeden Fall eine Verheißung, die wir sehr vielfältig auch im Alten Testament finden. Ich würde jetzt gern zunächst ein paar grundsätzliche Themen euch weitergeben wollen zu den Verheißungen und würde dann im Anschluss drei Beispiele ganz praktischer Art hervorheben. Zunächst, was bedeutet eigentlich Verheißung? In unserem heutigen Sprachgebrauch, ich musste eine Weile überlegen und recherchieren, fiel mir nur eine Formulierung ein, die Verheißung benutzt, wo das Wort Verheißung drin vorkommt. Das verheißt nichts Gutes. Das ist eine Formulierung, die benutzen wir. Ansonsten fiel mir zumindest keine ein. Es gibt im heutigen sprachlichen Umgang das Wort Verheißung nicht. Wenn wir es übersetzen wollten, könnten wir vielleicht sagen, Verheißungen Gottes sind Zusagen Gottes.
im Brockhaus, einem alten biblischen Wörterbuch, bei mir in der Ausgabe von 86, da habe ich auch noch eine andere Bedeutung gefunden. Da steht nämlich drin, eine Verheißung könnte auch ankündigen heißen. Also etwas ankündigen oder etwas bekennen. Ich bekenne mich zu dieser Meinung oder zu jener Meinung. Also eine Verheißung ist, sich zu etwas bekennen. Und wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dann ist es, dass er sich zu etwas bekennt. So eben auch die Zusage von Hagar, die wir hier gefunden haben in der Bibel, 1. Mose 16, 13. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Im Neuen Testament finden wir allerdings relativ häufig das Wort Verheißung und ganz besonders wird es hier auch benutzt von dem Apostel Paulus. Ich lese uns aber eine Stelle vor, ein Vers vor aus der Apostelgeschichte 1, Vers 4, wo es zum ersten Mal benutzt wird. Da geht es um die Himmelfahrt. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sagt er nämlich, unser Herr, von mir gehört habt. Das Neue Testament, wie gesagt, spricht sehr häufig von Verheißungen und sie nehmen dort auch einen sehr wichtigen Stellenwert ein. Aber ich würde es mal gern abgrenzen, Verheißung zur Prophetie. Das denke ich, das sind zwei Paar Themen. Eine prophetische Aussage kann sich generell auf alle Arten von Ereignissen beziehen, ob gegenwärtig oder zukünftig. Aber da geht es immer um Ereignisse, gegenwärtige oder zukünftige Ereignisse zu einem Zeitpunkt X. Bei einer Verheißung geht es immer um Menschen und die ist unabhängig, eine Verheißung, eine Zusage Gottes ist unabhängig von einem Zeitraum. Sie ist grundsätzlich gültig, unbestimmt gültig und, so habe ich mir jetzt das notiert, sie ist Ausdruck der fortdauernden, segnenden Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Da geht es primär um uns Menschen. Was ich euch raten kann, dass ihr regelmäßig über Gottes Verheißungen nachdenkt. Denn die werden unseren Glauben stärken. Und ich möchte einen zentralen Vers hier oder einige zentrale Verse hier lesen aus dem Römerbrief. Römer 4, 18, fortfolgend, geht es um Abraham. Römer 4, 18-22 werde ich lesen. Hier heißt es, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat. Die Luther überschreibt, wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung geglaubt. Auf Hoffnung hin geglaubt, so schreibt es Luther Elberfelder, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist. So sollen deine Nachkommen sein. Und nicht schwach im Glauben sah er, nämlich Abraham, seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibs der Sarah, seiner Frau, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Soweit der Römerbrief. Abraham wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Mit 99 Jahren ein Kind zu bekommen, menschlich gesehen, aussichtslos. Mit Gottes Brille betrachtet, große Aussichten. Menschlich aussichtslos, mit
Gottes Brille betrachtet, große Aussichten. Abraham war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Abraham, der glaubte das. Und das gilt auch für euch hier im Saal. Das gilt auch für mich persönlich. Wir dürfen uns auf Gottes Verheißungen verlassen. Aber wir müssen es auch glauben. Wir müssen ein Ja, einen festen Glauben finden und im konsequenten Vertrauen auch auf die Wahrheit der Bibel leben. Geber und Empfänger von Verheißungen, Geber ist immer Gott, der Vater im Himmel, der durch verschiedene Propheten gesprochen hat, durch verschiedene Schreiber die Verheißungen aufgeschrieben hat in der Bibel. Empfänger sind einzelne Personen, das sind im Alten Testament Abraham, Isaak, Jakob, das könnt auch ihr, das kann auch ich sein, einzelne Personen, Gottes Volk und manchmal auch eben jeder Christ im Glauben Lebende. Römer 15, 8 und 9, Epheser 2, Vers 11, Apostelgeschichte 2, Vers 39 etc. Da gibt es sehr viele Stellen, die wir hier anführen können. Und ich möchte euch jetzt gerne drei Verheißungen vorab vorstellen. Zum einen Errettung aus der Not, zum anderen Rechtfertigung aus Glauben und zum dritten Frieden mit Gott. Drei Verheißungen. Und die erste, ich habe bei meiner Recherche der Predigt mein Bücherregal etwas durchstöbert und bin auf dieses Büchlein gestoßen. Kennt das jemand von euch? Genau, Spurgeon, ich habe es schon gehört. Kleinode göttlicher Verheißungen. Kleinode göttlicher Verheißungen. Die 29. Auflage 2014 bei mir, also schon ein paar Mal gedruckt. Und ich würde einfach den heutigen Vers dazu lesen. Kann als Andachtsbuch genutzt werden, wie gesagt, könnt auch noch einsteigen, das Jahr ist noch jung, der 22. Januar. Hier schreibt Spurgeon zum heutigen Tag: Wohl dem, der sich des Dürftigen annimmt, den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Psalm 41, Vers 2. Wohl dem, der sich des Dürftigen annimmt, den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Er schreibt, an die Armen zu denken und sie auf dem Herzen zu tragen, ist die Pflicht des Christen. Denn Jesus stellte sie uns zur Seite, als er sagte, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Viele geben ihr Geld den Armen, rasch und gedankenlos. Noch mehr geben ihnen überhaupt nichts. Gottes köstliche Verheißung gehört denen, die sich der Armen annehmen, ihre Lage untersuchen, Pläne zu ihrem Wohl entwerfen und sie mit der Überlegung ausführen. Wir können durch Sorgfalt mehr tun als durch Geld und am meisten durch beides zusammen. Denen, die sich der Armen annehmen, verheißt der Herr seinen gnädigen Beistand in Zeiten des Leidens. Er will uns aus der Not herausreißen, wenn wir anderen helfen, die in Not sind. Wir werden ganz außergewöhnliche Fürsorge des Herrn erfahren, wenn er sieht, dass wir versuchen, für andere zu sorgen. Auch wir werden Zeiten der Not haben, wie freigebig wir auch sein mögen. Aber wenn wir wohltätig sind, dürfen wir Anspruch auf besondere Errettung geltend machen. Und der Herr wird sein Wort und seine Handschrift nicht verleugnen. Geizige Menschen mögen sich selbst helfen, aber hilfsbereiten und freigebigen Gläubigen wird der Herr helfen, wie ihr anderen getan habt, so wird der Herr auch euch tun. Leeret eure Taschen aus. Knackig und prägnant formuliert: Errettung aus der Not. So zumindest Spurgeon in seinem Andachtsbüchlein. Der zweite Punkt, Rechtfertigung aus Glauben. Hierzu möchte ich uns bekannte Verse lesen, zwei Verse aus dem Römerbrief, aus dem dritten Kapitel. Ist einfach, wenn ihr eben aufgeschlagen habt, in Römer 4, geht eine Seite zurück, Römer 3, Vers 22 bis 24. Rechtfertigung aus Glauben.
Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Geschichten wie die folgende gibt es zuhauf. Verurteilt trotz stichhaltiger Rechtfertigung. Meine Schwester hat mein Spielzeugauto weggenommen und ich wollte es mir zurücknehmen. Was hätte ich tun sollen, als ihr mit dem nächstliegenden Gegenstand auf den Kopf zu schlagen? War es denn meine Schuld, dass dieser Gegenstand ein Ziegelstein war? Und dann folgte der größte Justizirrtum aller Zeiten. Meine Mutter vernahm die Zeugen und sprach ihr Urteil. Und sie bestrafte mich auch noch für mein Tun. Obwohl ich zu dieser Zeit noch nicht wusste, war ich einem der ältesten Verhaltensmuster der Menschheit aufgesessen. Diese Neigung, sich zu rechtfertigen, die ist viel älter als die Erfindung von Spielzeugautos und Ziegelsteinen. Sie begann ganz vorne in der Menschheitsgeschichte, bei Adam und Eva. Aber vielleicht raus aus einem Erlebnis meiner Kindheitszeit, zurück in unsere Erwachsenenwelt, in der wir heute leben. Rechtfertigung. Wir rechtfertigen uns doch regelmäßig selber. Steuerbetrug ist doch kein Unrecht, oder? Die Steuern sind doch viel zu hoch. Stehlen am Arbeitsplatz ist doch legitim. Die Gehälter sind sowieso viel zu niedrig. Untreue auf sexuellem Gebiet ist doch keine Schande, wenn sie uns glücklich macht. Scheidung ist doch eine Tugend, wenn wir eine unglückliche Ehe führen. Habgier gilt als Ehrgeiz. Materialismus fördert doch die Wirtschaft. Oder Egoismus gilt als Sparsamkeit. Zuletzt kann ich immer sagen, alle anderen tun das doch auch. So ist doch. Und das stimmt ja tatsächlich. Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und selbst wenn diese Argumentation nicht verfängt, dann vielleicht diese. Ich bin doch besser als Hitler oder als Stalin oder als Putin, könnten wir jetzt auch sagen. Oder ich bin doch besser als mein Nachbar, das ist der Schlimmste von allen. So erfolgt doch unsere Rechtfertigung. Wir sind nie schuld, immer waren es die anderen. Im Römerbrief lesen wir dazu im 8. Kapitel 2 Verse 3 und 4. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Gott tat es durch seinen Sohn. Das Gesetz schafft es nicht. Die Rechtsforderung des Gesetzes können wir Menschen nicht erhalten oder erfüllen. Die Rechtsforderung des Gesetzes können wir Menschen nicht erfüllen. Wir können uns noch so oft rechtfertigen, es wird nicht funktionieren. Aber leider sind halt die meisten Menschen damit beschäftigt, sich selber zu rechtfertigen, sich als gut darzustellen. Kleine Notlügen sind doch in Ordnung, aber damit wird eigentlich Rechtfertigung, wie es die Bibel meint, gerechtfertigt aus Glauben, wird gegenstandslos. Das funktioniert dann nur für die Verzweifelten. Für die klingt es gut, die keine Hoffnung mehr sehen, die gemerkt haben, ihr Leben ist katastrophal, sie schaffen es nicht. Für die mag es gut klingen, für alle anderen Menschen funktioniert der Bibeltext nicht, weil sie sich selber als gerecht einstufen würden.
Ich hatte dazu vor Jahren mal ein interessantes Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der das nicht wahrhaben wollte. Er tut doch dies, er hat noch keinen umgebracht, er tut jenes, er gibt sich viel Mühe im Umgang mit anderen Menschen. Das ist der Blick der Menschheit um uns herum. Sie sehen sich als gut an und damit wird diese Rechtsforderung Gottes gerechtfertigt, wirst du nur durch den Glauben an Jesus Christus ins Leere laufen, weil es nicht möglich ist, weil sie sich immer selber in die Tasche lügen. Aber ich möchte jetzt eigentlich, dass das Thema Rechtfertigung aus Glauben kein theologischer Begriff bleibt heute Morgen, sondern es soll ganz praktisch werden. Für dich im Alltag, auch für mich im Alltag. Wir dürfen Fehler eingestehen. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt in eurem Umfeld, ich weiß nicht, im Geschäft, bei mir, im Büro, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis ungläubiger Menschen, dass sich Menschen entschuldigen für einen Fehler, dass sie hinstehen und sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Das Wort tut mir leid hört man im Kontext draußen in der Welt sehr, sehr selten. Man rechtfertigt sich immer, irgendwas ist immer Schuld, damit man selber Fehlverhalten eingesteht. Aber wir dürfen anfangen, das meine ich. Wir dürfen anfangen, am besten heute, uns durchaus auch gegenseitig zu entschuldigen. Fang heute damit an, dich nicht selber gerecht zu sprechen, sondern vertrau auf die Rechtfertigung aus Glauben. Wer Christus hat, der ist gerecht gesprochen durch ihn. Kommt zum dritten Punkt. Zur dritten Verheißung und zum letzten Punkt, der Friede Gottes wird uns bewahren. Wir haben vorher schon das Lied gesungen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Spielt genau auf diesen Punkt an, ohne dass wir uns abgesprochen hätten. Der Friede Gottes wird uns bewahren. Erinnert ihr euch an meine Eingangsformulierung? Gnade euch und Friede von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Paulus hat es in fast jedem seiner Briefe gebracht. In der Regel im ersten Kapitel, im Römerbrief, im Korintherbrief 1 und 2, im Galaterbrief, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher, 1., 2., Philemon und auch in der Offenbarung finden wir genau diese Formulierung. Ich habe sie 11-mal gefunden. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Ein bekannter Vers hierzu noch. Epheser. Philipper 4, Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was hilft gegen Sorgen? Es heißt, ihr seid um nichts besorgt. Also was hilft gegen Sorgen? Was hilft gegen Nöte? Ich denke, viel Zeit mit Gott verbringen. Viel Gemeinschaft mit Gott, viel Gebet. Wir dürfen wissen, und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen als Gläubige, dass unsere Sorgen in den allerbesten Händen ruhen. Darum sorg dich um nichts, Gott will für dich sorgen. Bleib du nur in Jesus beim Vater. Der Leichtsinnige, der sorgt auch für nichts, aber er ruht auch nicht in Gott. Er wirft seine Sorgen nicht auf den Herrn, sondern er sucht aus Eigenliebe, alles zu meistern. Er überwindet nicht durch Glauben, er ruht nicht in Gottes Frieden. Spurgeon empfiehlt hier zu diesem Vers Folgendes. Zwei Teile Gebet, ein Teil Preis und Lob. Bete nicht voll Zweifel, sondern voll dankbarer Zuversicht. Bedenkt, dass eure Bitten schon gewährt sind und dankt deshalb Gott für seine Gnade. Wir dürfen im Vorfeld
schon danken, noch bevor wir unsere Anliegen ihm formuliert haben, dass sie erhört werden, weil wir doch wissen, er hat alles in seiner Hand. Wir brauchen nicht mit den eigenen Händen am Steuerrad durchs Leben fahren. Wir sollten es auch nicht tun, sondern wir sollen ihm immer wieder aufs Neue vertrauen und dürfen ihm aufs Neue immer wieder vertrauen und dieser Zusage auch ganz fest glauben, dass unser Herr alles in der Hand hat. Wir dürfen in seinem Frieden ruhen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es vielleicht noch den Tipp zum Schluss: Ja, Herr, ich glaube dir, aber ich bitte dich, mach mich frei von meinem Unglauben. Auch das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Zum Abschied noch ein kleines praktisches Beispiel. Wenn ihr morgen wieder in euer, zum Abschied, zum Abschluss wollte ich sagen, noch ein kleines Beispiel, wenn ihr morgen wieder in euren Alltag geht, dann erlebt ihr vielleicht Menschen, die frustriert sind vom Leben. Ich kenne solche, ihr kennt sie vielleicht auch, die meckern, egal was passiert, die unzufrieden sind über alles und jeden, die destruktiv sind, die traurig sind, die einem durchaus auch das Leben schwer machen können, weil man eben eng mit ihnen zusammenarbeiten darf oder muss. Wie können wir mit so jemandem umgehen? Ja, du gehst schon zur Arbeit und du bist schon stinksauer, weil du genau weißt, gleich kommt diese Person wieder zu mir. Und dann wird es wieder schwierig, weil am frühen Morgen gut gelaunt in die Arbeit zu gehen und dann so jemand Destruktives zu erleben müssen, ist schon anstrengend. Jeden Tag, die restlichen 30 Berufsjahre, wie lange auch immer, oder eben zu Hause, das gibt es ja überall, solche Menschen. Ein Vers zum Abschluss, Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da habt ihr tatsächlich Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ich denke, das dürfen wir wissen, das würde ich euch gerne mitgeben, ganz praktisch. Wir dürfen in den neuen Tag starten, immer mit dem Bewusstsein, unser Herr geht mit, er hat die Welt überwunden, er kann uns auch helfen, mit solchen schwierigen Situationen klarzukommen, auch wenn wir das jeden Tag durchstehen müssen. Und auch wenn er die Probleme nicht immer gleich löst, manchmal erledigt sich halt nicht jedes Problem von alleine, sondern wir müssen das aushalten, aber wir bekommen die Kraft von unserem Herrn, wir dürfen in seinem Frieden ruhen. Dafür dürfen wir jeden Tag beten, immer wieder neu, auch heute. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.